Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. Willkommen, liebe Modellbahnfreunde, hier wieder auf der Intermodellbau in Dortmund im Jahre 2024. Heute ist Samstag und die erste Nachmittagsveranstaltung, unser erster Nachmittagsdreh. Und auf den hatte ich mich ganz besonders gefreut, eigentlich die ganzen Tage schon, weil mit der Firma Auhagen verbindet mich vieles, weil ich selbst Modellbahner bin. Ja, und wir beide kennen uns ja auch schon viele, viele Jahre, ja. Und auch die Jahre zuvor war Auhagen eigentlich immer unser Thema. Ja. Und das größte Thema schneide ich jetzt mal an. Ja, erstmal schön, dass du bei uns am Stand bist. Ne? Herzlich willkommen. Ja. Das freut mich. Danke. Machen wir gerne. Wir hatten heute früh ganz schnell produziert mit dem Jürgen Lindner. Der hat ja ein goldenes Gleis gewonnen mit seiner AE66. Ja, und was soll ich sagen? Auhagen ist auch Preisträger. Das ist ja unglaublich. Ja. Also haben wir uns sehr drüber gefreut natürlich wieder. Kann ich mir vorstellen. Und ja, wir haben diesmal sogar gleich zwei Preise abgeräumt. Zwei Preise. Zweimal ein Modell in Kategorie H0, einmal im Gebäudemodell und einmal im Zubehörbereich. Und ich habe da die zwei Sachen mal gegeben. Ich habe hier auch eine wunderschöne Plakette gehört dazu. So, genau. So rum. Ja, so. Ja, dass man es mal sehen kann. Ich klicke es mal wieder rüber, dass sie nicht runterfällt. Ja. So, nun muss ich ja dazu sagen, ich habe ja auch in der Zeitung, ich glaube in einem Modelleisenbahner war das, an dieser Umfrage mitgemacht. Ja. Ich habe lange überlegt, wir hatten uns die Tage ja schon mal unterhalten, ich wusste bloß nicht mehr, wie das Ding hieß. Genau. Aber als das Wort Kleinbekohlung Wolkenstein fiel, wusste ich, was ich angekreuzt hatte. Ja, dann vielen, vielen Dank dafür, dass du auch für uns gestimmt hast. Das geht so, und ja, dass dich das Modell so begeistert hat, dass du da deine Stimme abgibst dafür. Es ist ein sehr schönes Modell. Wir werden es auch, glaube ich, heute nochmal aufgebaut sehen. Ja. 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 Wir haben hier ein paar Bilder, sehen wir jetzt gerade. Ja. Das ist die Kleinbekohlung, die Bolkenstein. Und das ist halt wirklich eine schöne Sache. Da haben den Bauwagen dazu, da haben den Kohlebansen dazu, die Loren. Und das ist halt eine schöne Sache, wo ich jetzt nochmal für eine Schmalspur, eine Kleinbahn, eine Gestaltung machen kann, wie die Lokomotiven dann bekohlt wurden. Und ein Förderband haben wir dabei. Und das passt eigentlich überall noch drauf. Es ist halt so was Kleines, Feines, was viele auf die Anlage noch unterbringen. Und damit ist es halt natürlich auch bei vielen beliebt. Genau. So, und dann hattest du gesagt, also die Kleinlok-Tankstelle ist Zubehör. Genau. Echt? Ja, die Kleinlok-Tankstelle war als Gebäudebausatz in H0 Sieger und die Kleinbekohlung Wolkenstein im Zubehörbereich. Und die Dieseltankstelle sieht man hier einen schönen Kessel. Genauso bei jedem kleinen BW gab es mal sowas. Wir haben den kleinen Schauer dazu mit der Zapfsäule, Feuerlöscher, Fässer, Handwagen. Also mit sehr, sehr viel Zubehör wieder dabei. Und mich freut es natürlich sehr, oder uns als Team freut es natürlich ganz besonders, das kann ich mir dass die Sachen auch so bei den Kunden ankommen. Dann sagen wir, okay, wir haben den Nerv getroffen, wir haben alles richtig gemacht, es gefällt. Genau. Und ich habe ja auch immer wieder festgestellt, liebe Freunde, es wird Ihnen draußen genauso gehen, wenn Sie was Bestimmtes suchen, in bestimmten Baugrößen oder Spurweiten, es fällt erst dann auf, dass Sie nichts finden, wo Sie sagen, das müsste es doch eigentlich mal geben. Also sind offensichtlich diese kleinen netten Sachen wie die Kleinlok-Tankstelle bzw. die Kleinbekohlungsanlage so das gewesen, wo die Leute sagen, das brauche ich unbedingt auf meiner Anlage. Genau. Ja. Ja? Oder der ein oder andere hat es auch gewählt, weil es einfach schön aussieht, weil es ihm gefallen hat, wenn er keinen Platz mehr hatte. Aber die beiden Bausätze haben einen Fehler. Ja, ich weiß, du bist mehr in der Weide TT unterwegs. Ne? Ja. Okay. Also das ist auch was wir gerne, also was wir auf Messen immer wieder erleben. Irgendwie machen wir das immer in der verkehrten Spurweite. Also was in H0 kommt, möchte man gerne auch in TT machen. Und was in TT kommt, soll natürlich auch noch in H0 kommen. Und natürlich die Endbahner nicht zu vergessen. Ja. Die wollen natürlich auch immer noch was haben. Selbstverständlich. Ja, und da können wir natürlich immer nur Step by Step vorwärts gehen. Ja. Aber wir versuchen alle glücklich zu machen. Man kann auch sagen, wie man es macht, man macht es immer falsch. Oder man sagt,
nur wer nichts macht, macht nichts falsch. Ja, ist ja aber nicht, das ist ja, glaube ich. Es ist ja nicht falsch, es weckt nur Begehrlichkeit. Ja, genau so ist es. Ja. So, lieber Markus, die beiden Glückwünsche sind durch. Wir freuen uns alle wie verrückt, dass ihr das geschafft habt. Ja. Wieder mal, denn man kann es, glaube ich, kaum zählen, wie viele Auszeichnungen ihr hattet. Ja, also die genaue Stückzahl kenne ich jetzt nicht. Im Laufe der vielen 30 Jahre jetzt. Im Laufe der Zeit, genau, es sind doch viele dabei gekommen. Und ja, wenn du das nächste Mal bei uns zu Gast bist, dann gehen wir mal zählen. Wir gehen mal zählen, aber das machen wir dann vielleicht nächstes Jahr. Genau. Genau. So, ja. Jetzt kommen wir dann wirklich zu den Neuheiten, die ihr alle hier habt. Achso, apropos, ich habe es vergessen, liebe Freunde. Diese beiden ausgezeichneten Modelle, wenn sie hier nach Dortmund kommen, also heute haben wir noch ein bisschen Zeit, bis 18 Uhr sind also noch gut 3 Stunden. Oder morgen noch, am Sonntag ist die Messe auch noch offen. Wer also unbedingt diese Modelle haben will, der kann sie gerne bei uns noch kaufen. Wir haben noch welche hier am Stand verfügbar. Das wollte ich hören. Ja. Okay. Ja, jetzt ansonsten gerne über den Fachhandel. Über den Fachhandel auf jeden oder Fall lieferbar. Oder direkt bei euch im Laden. Direkt bei uns im Shop. Genau. Ja, oder genau im Fachhandel. So. Genau. Ja. Super. Ja. So, nun machen wir weiter. Jetzt geht es also wirklich ins Eingemachte und an die Neuheiten. Darauf warten die Freunde draußen schon ganz sehr. Mit was fangen wir an? Ja, wir fangen an, jetzt sehen wir sie schon hier im Bild, unsere neuen Goliath-Modelle. Ja. Die sind quasi jetzt ab Donnerstag in den Handel gekommen oder können bei uns hier gekauft werden, können direkt gekauft werden. Also gibt es hier auf der Messe auch gibt's schon? Gibt es hier auf der Messe und die haben wir jetzt am Donnerstag vorgestellt. Ja. Wir haben hier zwei Bedruckungsvarianten von dem Goliath mit Getränkepritsche. Einmal mit geschlossener Plane in Sinaiko-Optik und einmal die Brauerei Wittingen, die wir genommen haben. Und wir sehen jetzt hier schon, die Fahrzeuge sind sehr, sehr aufwendig bedruckt. Die Nummernschilder sind drauf, die Seitenaufdrucke sind drauf. Und das ist eine schöne Ergänzung zu unserem bisherigen Sortiment. Und die offenen Getränkekästen, die sind sehr gut angekommen. Genau, ich denke schon, ja. Also, wie gesagt, das ist sehr schön, sieht optisch gut aus. Ja. Ja. Das ist die zwei Neuheiten für Goliath. Ja, und ihr entwickelt ja auch sicherlich diese Modelle noch weiter. Gibt es da auch mal größere Fahrzeuge, kleinere Fahrzeuge? Also das kommt immer drauf an. Das ist natürlich so eine Entwicklung von so einem Fahrzeug. Wir haben wieder ganz, ganz viele Wünsche bekommen, sage ich mal. Das ist auch das Schöne hier auf der Messe, dass man einfach mal den Eindruck bekommt, was wird denn noch verlangt, was wird gewünscht. Da müssen wir natürlich gucken, inwieweit kann man es umsetzen. Ne? So eine Entwicklung ist jetzt ja nicht mal so ein kleiner Pappenstiel. Kostet ja ein bisschen was, aber von daher sind wir gerne hier. Also ich habe es wieder probiert, liebe Freunde. Man kriegt immer irgendwo eine abschlägige Antwort. Ich wollte es rauslocken, aber er hält sich bedeckt. Aber wir freuen uns und ich weiß, dass ihr dran seid, diese Serie auch weiterzuentwickeln und auch auf die Kundenwünsche einzugehen. Ja, ja. Apropos Kundenwünsche, die rufen bei euch an, schreiben euch eine Mail und dann kommt das alles in den Topf und dann habt ihr eine Spinnerstunde und dann geht das los. Wir haben wie eine große Wunschliste, wo wir dann für Sachen, die sich halt wiederholen, dann Strichlisten quasi führen, so theoretisch. Ja. Und wenn das natürlich dann sehr oft nachgefragt wird, dann ist es für uns natürlich interessanter, wenn wir dann das Modell auch mal umsetzen. Gut, haben wir das geklärt, machen wir weiter im Text. Ja. So, die nächste Neuheiten. Genau, wir bleiben bei der Marke Minicar. Wir haben hier schon voriges Jahr noch vor Weihnachten ein Multicar M25 ausgeliefert. Und der hat hier eine Ladebordwand, also Britsche mit Ladehilfe nennt sich das. Und bei diesem Modell sehen wir jetzt hinten drauf schon die Bierfässer. Und diese Bierfässer... Das klingt gut. Das aber da brauchst du noch die Zapfanlage, sonst kriegst du nichts raus. Ach, die kommt später. Kommt später, okay, alles klar. Und ja, die Bierfässer haben wir jetzt seit März auch separat lieferbar für die Ausgestaltung. Oder wenn man hier mal keine Sitzgelegenheit mehr hat, dann kann man sich mal auf ein Bierfass setzen. Ne? Ja, denke ich mal. Ja. Und dann später, wenn die Zapfanlage Auhagen rausbringt, das Bier zapfen. Ja, so ist es. Frisches, kühles. Ne? Ja. Genau, das waren die Neuheiten, jetzt, die wir jetzt hier auch mit haben für die Minicar-Geschichte, für die Marke Minicar. Und natürlich gibt es unter dem Namen Auhagen auch Neuheiten, die wir jetzt hier schon mit ankündigen können. Und jetzt sehen wir hier unser Ensemble, das Fischerhaus. Wir hatten ja voriges Jahr im Landschaftsbaubereich einige Neuheiten dazugebracht. Und jetzt bringen wir die passenden Gebäude dazu. Und wir sehen jetzt hier quasi die Gruppe, das sind drei einzelne Bausätze dann, einzelne Modelle. Ja. Und die setzen sich zusammen als ein Fischerhaus, im Wohnhaus, einer
ein Bootshaus mit Slipanlage und auch den Hofladen, der jetzt im Hintergrund ist. Mhm. Und jetzt sehen wir gleich nochmal dann auch die einzelnen Häuser dazu. Und das ist alles in einer Verpackung drin, oder? Nein, nein. Extra kaufen. Nein, es sind drei einzelne Gebäude. Also es sind drei einzelne Bausätze. Also gibt es nicht als Set, die muss man nicht als extra Set kaufen. Okay. Weil der eine möchte dann das Haus nicht haben, der andere möchte das Bioladen haben. Ja, aber wer sagt, das Set gefällt mir, dann kann man natürlich alle drei Bausätze kaufen. Das wollte ich nur wissen. Ja, so, du kannst genau. Weitermachen. Ja. So, guck mal rein. Ja, jetzt sehen wir schon von dem Bootshaus den Inhalt. Da ist quasi nachgebildet, die Slipanlage braucht ja ein Seil, wo die Boote dann zu Wasser gelassen wurden. Wir haben wieder die Fässer dabei, wir haben einen Schrank dabei. Ganz vorne sieht man so ein bisschen angedeutet, das ist eine Werkbank mit Schraubstock. Ja. Der Schraubstock ist beweglich, also man kann den geöffnet und geschlossen darstellen. Also, plunkerst du jetzt? Oder? Nein, das ist wirklich okay. So. Na, der Schraubstock ist als Bausatz und die Werkbank hat einen Schubkasten. Der kann genauso geöffnet und geschlossen werden. Ja, das geht immer ganz dabei. Das Werkzeug drin ist. Das Werkzeug liegt mit bei. Wir haben eine kleine Platine mit Werkzeugen, mit Leinwerkzeugen. Ja. Das liegt auch mit drin. Sieht man jetzt nicht hier. Das ist dann aus Lasercut. Okay. Aber das gibt's. Gut. Ist dabei. Gut. Ja. Und wir haben bei dem Bootshaus sind zwei Boote mit dabei. Eins davon hat einen Außenbordmotor. Hier sehen wir jetzt noch die Handmuster. Ja. Die Serienmodelle sind natürlich dann in unserer entsprechenden Qualität, wie es von uns gewohnt wird. Also bis hierhin schon mal wunderschön. Ist gekauft, aber wahrscheinlich wieder eine falsche Spur für mich. Es ist in der Spurweite H0. Es tut mir leid, lieber Frank. Ja. Aber es ist das vielleicht los, kannst du ja mal bei Schrumpf mich fragen. Vielleicht können die sowas auch schrumpfen. Okay. Genau, könnte man vielleicht machen. Es ist das los, der TT-Bahn. Genau. Das ist ganz einfach so. Hier sehen wir noch das Handmuster von dem Steg. Finde ich der sehr wird schön. Natürlich dann in der Serie etwas anders sein. Ja. Jetzt sind hier aufgrund der Schnelligkeit, dass wir es noch zeigen können, sind die Fässer jetzt hier noch im Ganzen. So sieht das natürlich im Original nicht aus. Ja, klar. Wenn die Serie dann produziert wird, sind es natürlich halbe Fässer, also Fässer, die halb im Wasser schwimmen. Und damit kann man dann natürlich mit dem Boot schön anlegen und sich hochgehen zur Zapfanlage ein Bier holen. Zum Beispiel. Ja. Das Band, das hast du jetzt sehr nett gesagt. Ja, das gefällt mir. Ja. Nein, das sieht wirklich sehr schön aus. Wir haben das Fischerhaus, das ist quasi wie als Wohnhaus gedacht. Ja. Und da dazu sind die Fensterläden sind dabei. Wir sehen jetzt hier das Vorhäuschen oder das Vordach von dem Eingangsbereich. Das wird sich noch mal ein bisschen ändern. Wir haben hier den Schauer mit dabei. Da steht das zweite Boot, was in der Slipanlage dann mit dabei ist. Ja. Und wie gesagt, ist halt insgesamt ein sehr schönes Ensemble. Die beiden Sachen zusammen sind schon sehr schön. Und jetzt aus meiner Sicht, also für mich persönlich, kommt jetzt so ein bisschen das Highlight von diesem, ist sehr von diesem schön. Set. Haben wir dann noch den Hofladen. Und hier natürlich wieder unheimlich viel Ausgestaltungssachen dabei. Ne? Ja. Wir können jetzt hier mal schon mal reinschauen. Ist eine Dekoration da drin. Wir haben jetzt als Hauptsache das als Fischverkauf gemacht. Es gibt aber drei Dekorationsvarianten. Die sind alle mit dem Bausatz drin. Okay, also ich kann also aus dem Fischverkauf... Wer jetzt keinen Fisch mag, da liegt auch noch was dabei. Da kann Obst und Gemüse nehmen. Obst und Gemüse nehmen. Ja, ja, das ist schön. Und wir machen drei verschiedene Varianten, sodass für jeden wieder was dabei ist. Wobei aber ich das gar nicht so schlecht finde, die es Idee. Passend, zwischen, aber wer möchte halt... es gibt Leute, genau. die... ernähren sich nicht gerne von Fisch, sondern nur von Obst und Gemüse. Und da wollen wir natürlich jetzt nicht dem nachstehen. Jetzt, okay. Dann wir sehen haben wir schon noch sowas, was ist das, die Öfen? Das sind Räucheröfen, ja? Genau, das sind Räucheröfen, die sind quasi auch eine Formneuheit. Die werden im 3D-Druckverfahren hergestellt. Wir haben die Waage haben wir mit dazu, wir haben die Sitzgarnitur, wir haben die Feuerschale, sodass man da einen kleinen Imbiss darstellen kann. Ja, genau. Und ja. Ich find's, also dieses ich find's ganze gut. Ensemble, wie gesagt, liebe Freunde, gibt es einzeln, aber auch im Set dann, wenn man sich also als Set zusammenstellen möchte. Genau, dann passt es wunderbar. Dann passt es wunderbar. Ja. Und was ich Ihnen auch sagen will, das Diorama, was Sie gerade gesehen haben, oder beziehungsweise auf dem das dargestellt ist komplett aus Auhagen-Materialien gefertigt. Genau, der Untergrund ist quasi aus unseren Unterbaumodulen. Ja. Die bei uns zur Verfügung stehen, sind in Holzkonstruktionen für die, die halt selber nicht das bauen möchten, keine Zeit dafür haben oder halt einfach nicht die Fähigkeiten, geht es natürlich bei uns schneller. Das ist zertifiziertes, nachwachsendes Holz, muss man dazu sagen, heutzutage. Aber eine schöne Sache, gibt es bei uns alles direkt im Webshop. Und auch das Wasser
wo diese kleinen Steganlagen sind. Genau, das hätte ja auch gefallen. Ja. Das Wasser war in dem Sortiment an Landschaftsbausachen, die wir im Vorjahr gebracht haben. Genau so ist es, Und jetzt geht es halt Schritt für Schritt weiter. Also, wie gesagt, wenn Sie sich hier nach Dortmund bewegen, noch heute oder spätestens morgen, das Diorama ist hier zu bewundern. Genau. Ist wirklich sehr schön geworden. Das ist so eine typische Küstenlandschaft oder Seenlandschaft. Genau, es kann an der Küste stehen, man kann in Binnengewässer stehen. Also, ich finde es total schön, muss ich sagen. Ja. Das ist schön. Ja, das ist schön. Das dir gefällt. Aber nur für die Hannuller. Ja, so. Guck mal weiter. Ja, wir haben nicht nur für H0, wir haben auch was für TT natürlich vorbereitet. Ja, und das gefällt mir ganz besonders. Genau. Und hier sehen wir schon, das ist ein Diorama, ist auch alles noch Handmuster. Ja. Wir haben in TT uns dem Thema Stadtbahn-Arkaden gewidmet. Ja. Und das sind jetzt die ersten, sagen wir, Muster, die wir dazu gemacht haben. Und das ist ein Thema, was uns auch die nächsten Jahre begleiten wird. Also wir werden jetzt nicht alles, was man hier sieht, dieses Jahr fertigen können und in den Handel bringen, sondern es geht Stück für Stück ist ja auch sicherlich eine Frage der Produktionskapazitäten, denn man muss ja auch erstmal, wenn wir jetzt hier sagen, es ist Spur TT, was mich besonders freut, müssen ja die einzelnen Teile in Massen so gefertigt werden, dass es für alle reicht letztendlich, bevor man dann sagt, jetzt gehen wir an größere Spuren. Ja, es ist einfach die Entwicklung, Konzeption, Werkzeugbau, das ist natürlich eine gewisse Zeit, die wir da brauchen und wir wollen gute Produkte in den Handel bringen. Darum geht es ja auch. Nicht schnell, dass es raus ist, sondern wir haben einen gewissen Anspruch und der soll natürlich dann auch gewahrt werden. Wie ist denn das jetzt nochmal mit diesem Arkadensystem zu sehen? Also der Bahnhof, Also der Bahnhof, dieses Jahr bringen wir einen Bahnsteig. Einen Bahnsteig. Der geht für die normale Bahn und auch für die S-Bahn. Es kommt halt darauf an, was man dann drauf baut. Ja. Wie gesagt, der Bahnsteig ist ganz, ganz neu. Wir sehen es hier schon ein bisschen den Anschnitt. Gusseiserne Säulen sind dabei, sind in der Farbe grün. Ja. Wir haben unsere Bahnsteigkanten wieder mit dabei. Und jetzt sehen wir schon das Besondere, wenn man einen S-Bahn-Bahnsteig draus machen möchte. Dafür gibt es die Ausstattung dann dieses Jahr auch noch, kommt im Juli. Mhm. Da haben wir die kleinen Häuschen drauf. Die typischen, die sind halt, die Ziegelstruktur ist weiß und das Fachwerk ist grün. Ja, genau. Man sieht es ja schon. Ja. Also das ist das Typische. Es kommen die typischen Schilder, die typischen Fahrkartenautomaten für die S-Bahn. Das kommt alles in die Ausstattung dazu. Das heißt also, das, was ihr jetzt bringt, ist dann in der Epoche 5-6 angesiedelt? Oder kann man dort machen, Kann man machen, man kann es aber auch die Fahrkartenautomaten weglassen und sagen, dann ist man Epoche 3 oder was weiß ich. Ja. Erinnert mich ein bisschen an Schöneweide. Ja, es ist ja alles so ein bisschen ähnlich, ne? Ja. Okay, das war jetzt bloß mal eine Frage. Ich wollte es ja bloß wissen. Ja. Also irgendwie weiß ich ja jetzt vom S-Bahnhof Schöneweide, da wurde ja gerade rekonstruiert, sind ja auch solche Häuschen drauf, sind ja auch diese verschnörkelten Dachhalter und so weiter. War jetzt bloß mal eine Frage. Hätte ja sein können. Okay, also bei dem Arkadensystem, das kann man ja dann weiterführen. Genau, und in den nächsten Schritten sind dann die Stadtbahn-Arkaden geplant, ist die Stadtbahnbrücke geplant, es ist der Bahnsteigabgang geplant, der jetzt damit runtergeht. Und so wie wir halt nachkommen mit der Entwicklung, so kommen dann die Produkte so peu à peu. Also Liebhaber der Stadtbahnen bzw. Modellbahnen, die komplett im Stadtbereich angesiedelt ist, ist das eine ganz tolle Sache, denke ich mal. Und wir müssen noch dazu sagen, das habe ich jetzt vergessen, wir haben die Stromschiene natürlich. Die S-Bahn braucht natürlich eine andere Stromabnahme und dafür gibt es natürlich die passende Stromschiene. Und wir haben jetzt schon in Dresden auf der Messe und auch hier auf der Messe so viel uns sagen lassen, warum kommt das nicht in H0? Also eigentlich sind wir mehr oder weniger gezwungen, diese Stromschiene jetzt in der Spurweite H0 auch noch zu realisieren. Okay. Wir werden einfach mal sehen, wie es reinpasst. Ja, genau. Ja, aber das und hat mich auch sehr überrascht. Die Stromschienen werden in die Gleise dann eingeklippt oder wie ist das dann? Die werden dann quasi auf die Schwellen aufgeklemmt. Ach so, okay, gut. Dazu haben wir jetzt auch die ersten im TT-Bereich die ersten Muster gehabt. Wir waren bei verschiedenen Herstellern, die rollendes Material anbieten, haben das dort getestet, dass das natürlich ins Hohlraumprofil passt. Nicht, dass es da mit den Radien irgendwo in Konflikt gerät, sodass wir dort versuchen schon alle Möglichkeiten, alle Gleissysteme abzudecken. Ob uns das gelingt, ist natürlich eine Sache, weil es gibt so viele verschiedene Sachen, da muss man dann natürlich immer Nachschub probieren. Klingt wieder nach viel Arbeit, aber die lohnt sich letztendlich die Mühe, denn die Modellbahnen erwarten ja auch von euch Qualitätsarbeit, dass es dann auch wirklich passt. Genau, und das wollen wir ja liefern. Genau,
So, ja. Machen wir weiter. Jetzt sind wir von der S-Bahn weg, da bin ich morgen wieder zu Hause. Ja, genau. Wir haben so natürlich noch ein paar Fahrzeuge in TT vorbereitet. Ja. Und hier sehen wir schon der Lader und auch der Multicar M25 mit der Hochbordkipper. Ja. Die sind jetzt im März neu gekommen. Ja. Die haben beide die Bedruckung für einen Kohlehandel, passend wieder zum Thema Kohleverladung. Ja. Und auf der Seite von dem Lader sieht man jetzt auf der Tür, ist das Logo eingedruckt oder aufgedruckt von der Kohlehandlung. Ja. Ja, bei dem Multicar natürlich dann auch. Gehören ja zusammen. Und ja, ne, der Hochbordkipper ist auf beiden Seiten bedruckt. Und dann kann man damit natürlich eine schöne Verladeszene darstellen. Das Thema Kohle ist sowieso immer präsent. Also egal in welcher Spurweite. Kohle, Kohleverladung, Kohlehandlung, ja, das ist immer ein Thema. Hat uns ja auch bis jetzt weiter begleitet und wird uns auch sicherlich noch ein Stückchen weiter begleiten, auch im heutigen Realismus, genau, muss man so sagen. Für die älteren Epochen. Aber können wir jetzt gleich zum nächsten Thema kommen? Moment. Ja. Man muss noch dazu sagen, liebe Freunde, der Kohlebagger, den Sie hier gesehen haben, hat mir Mike vorgestern verraten, in TT muss selbst zusammengebaut werden. Das sind Bausätze, ja. Das sind so, wir sagen, Filigran-Bausätze. Gut, na? Wir wollen es bloß mal dazu sagen. Also es ist sicherlich eine Fummelei, aber es wird sich unterm Strich auch lohnen. Ja. Aber wir haben schon sehr viel positive Resonanz bekommen von unseren Kunden. Ja. Es ist möglich, den zusammenzubauen. Ja. Man schafft das. Ja. Und wir müssen natürlich immer so die Waage finden. Ne? Wie viel Detailtreue, Funktionalität wollen wir in das Modell legen? Und was ist möglich, auch noch zusammenzubauen? Ne? Das ist die Frage, also, genau. Weil nämlich das ist jetzt kein Anfängerbausatz. Genau, wenn ihr anfangt, das nämlich zusammenzubauen, wird es nämlich noch etwas teurer werden. Und letztendlich wollen wir ja auch selber zu Hause ein bisschen basteln. Ja. Also ich werde mir den TT zulegen. Genau, ne, die Modelle sind auch als Bausatz konzipiert. Ne? Ja. Wenn man das als Fertigmodell anbieten würde, dann müsste man auch die Werkzeuge ganz anders konzipieren. Genau. Dann sind wir aber nicht mal so flexibel. Und von daher, wir machen hauptsächlich Bausätze. Das ist unsere Kompetenz und da werden wir auch hauptsächlich bleiben. Häuser sind ja auch Bausätze, also warum sollen auch die Fahrzeuge im Bausatz gemacht werden? Genau. Ich werde es probieren und in einer meiner nächsten Sendungen mal darstellen, wie mir das gelungen ist, diesen Bagger in H0 NTT zusammenzubauen. Ja, genau. Weil ich brauche den wirklich auf meiner Anlage. Okay, gut, weiter geht's. Und dann haben wir noch ein Modell für die andere Brennstoffart. Wir haben ja jetzt Gas. Ja. Den haben wir auch schon voriges Jahr neu gebracht, kurz vor Weihnachten. Wir hatten letztes Jahr im September haben wir einen Multicar gebracht. Ja. Der war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Mhm. Und da haben wir dann einfach ein neues Modell kreiert. Mhm. Und jetzt sieht man hier schon, das ist ein M24 mit einer Einzelkabine. Mhm. Ich glaube auch, dass ihr mit dieser Bausäge, sei es die Bagger und Kräne oder die Multicar-Fahrzeuge, die ja nur typisch DDR-Fahrzeuge sind, so ein bisschen in der Wespennest gestochen habt. Also im Grunde genommen ist der Bedarf an solchen Fahrzeugen doch relativ groß. Ja, also es ist sehr beliebt bei den Kunden, wird auch immer wieder nachgebaut. Man hat ja die Möglichkeit, auch über Varianten verschiedene Sachen zu machen. Genau. Und Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wenn man was ganz Bestimmtes sucht, so wie ich weiß, ich baue eine Anlage der Epoche 3-4, Deutsche Reichsbahn angesiedelt. Ja. Ich habe einen Bausatz von Auhagen als Bahnhof schon darstellen, der ist so gelblich, entschuldige, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber das ist live. Ich schaue es mir mal an. Ich schaue es jetzt mal an. Weil wir haben ja so viele, dann kann ich jetzt auch nicht konkret sagen. Genau, Altmittweida, jetzt weiß ich. Altmittweida. So, also das ist dann schon so ein bisschen im sächsischen Raum angesiedelt. Ja. Leicht gebirgig oder ist ja eigentlich schon gebirgig, Altmittweida. Und dort in der Epoche 3-4 zu fahren. Ja. Und dann sucht man natürlich krampfhaft, wenn man sich auf bestimmte Epochen festsetzt, dann, nach Zubehör, nach Fahrzeugen, alles, was da Rang und Namen hat. Aber gerade im TT-Bereich wirst du bei uns gut fündig. Gerade im TT-Bereich wird man da wirklich garantiert nicht fündig. Dann sucht man und sucht man und sucht man. Deswegen finde ich es ganz gut, dass er sowas macht. Ist ja auch so gedacht. Ich habe die Fahne wieder hochgehalten, liebe Freunde, TT. So, machen wir weiter. Wir machen weiter, indem wir jetzt sagen, wir sind bei uns soweit durch mit unseren Neuheiten, die wir jetzt hier haben. Wir haben noch super kleinere Neuheiten, die wir hier am Stand natürlich kaufen kann, die wir sehen können, die wir jetzt nicht mit reingebracht haben, einfach
aufgrund der Zeit, ja. Weil auch du musst ja jetzt halbe weiter Stunde zum nächsten. Ist ja schnell rum. Genau. Genau. Und ja, informieren Sie sich einfach bei uns auf der Website. Kommen Sie gerne noch rum hier in die Halle 4. Schauen Sie sich das an. Gucken Sie bei uns auf dem YouTube-Kanal. Schauen Sie bei Facebook vorbei, je nachdem, wo Sie gerne überall, unterwegs sind. Überall. Wir sind überall. Genau, wir sind überall. Ja. Und ja, für Anregungen, Ideen immer gerne. Ich freue mich, wenn du auch wieder mal bei uns vorbeischaust. Mache ich in jedem Fall. Du hast auch immer viele Ideen und Anregungen. Und Ideen, ja. Und ja, vielen, vielen Dank, kein dass Problem. Du uns hier besucht hast. Wir haben uns ja alle sehr gefreut, aber eins hat ihn der Markus jetzt unterschlagen. Oh. Es gibt ja nicht nur viel zu sehen und viel zu kaufen, doch viel zu kaufen, aber es gibt auch viel zu sehen. Ja. Denn der Mike ist wieder mit an Bord. Genau, natürlich. Das müssen wir unbedingt sagen, sonst wird er böse. Nein. Ja. Also, Mike Lorber ist natürlich wieder hier dabei, wie immer eigentlich auf Messen. Genau, ne, das kommt immer ganz gut. Er kann viele Fragen beantworten. Genau. Er hat da ein sehr großes technisches Verständnis, genau. Wo ich zum Teil nicht mehr weiterhelfen kann. Und speziell jetzt hier in Dortmund zeigt doch sehr viel zu dem Thema Schmidtstraße. Die LED-Beleuchtung, die wir voriges Jahr neu gemacht das haben, die haben wir das erste schön, Mal mit hier. Ja. Die Leute können sich anschauen, wie ist es aufgebaut, die können sich gucken, was brauche ich dazu, wo kann ich es einbauen. Und das ist immer auch eine sehr interessante Sache. Herz, was willst du mehr? Also, liebe Freunde, Sie sind eingeladen, ganz herzlich noch heute, beziehungsweise morgen ist die Messe ja auch noch offen. Ich glaube, von 9 bis 18 bis Uhr. 17 Uhr. Bis 17 morgen Uhr. Morgen nur bis 17 Uhr. Morgen bis 17 Uhr. Dann genau. Müssen wir wieder abbauen. Kommen Sie bitte vorbei, wirklich recht zahlreich. Wir haben es auch heute schon gesehen und auch die letzten Tage. Die Messe ist wirklich sehr gut besucht und das freut uns natürlich allen sehr, die daran arbeiten, so wie ihr. Genau. Wir, die Medienfutzis, die das also auch berichten dürfen und auch zeigen, auch uns ist es aufgefallen. Und heute zum Samstag ist auch sehr viel Familien da mit Kindern, was ja auch sehr schön ist. Genau, ne? Es ist trotzdem ein Familienhobby nach wie vor. So ist es. Und das sieht man auch, dass auch Nachwuchs da ist. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Das war das Wort zum Samstag. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Freunde. Wir machen dann gleich weiter. Es ist ein Hersteller von rollendem Material, die Firma PMT. Und Sie wissen ja, dass PMT und Auhagen immer an einem Stand zu finden sind. Genau. So, jetzt ist es uns mal gelungen, beziehungsweise mir gelungen, Ihnen die Firma PMT mal vorzustellen. Dann sind Sie gespannt, was da Schönes auf Sie zurollt.